Erreicht. Etwas mehr als 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Und Timo Schulz, er hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 1:1 gegen Dynamo Dresden auf einer Position verändert. Smith rückte für Buchtmann in die Anfangsformation. Heidenheim dagegen mit 4 Wechseln. Da gab es unter der Woche einige personelle Probleme aufgrund von Verletzungen. Erste Möglichkeit durch Stefan Schimmer. Vorne in der Spitze, 11. Minute. Es war ein Spiel, das erst langsam Tempo aufnahm. Heidenheim machte das wirklich gut, stand hinten total kompakt und solide und ging dann immer wieder in einzelne Angriffe hinein. Nach vorne erneut Schimmer in der 22. Klasse, wie Nikola Vassil da mitgespielt hat. St. Pauli ist die beste Heimmannschaft der Liga. Jetzt haben sie zusätzlich die Fans wieder im Rücken. Aber in Durchgang 1 kam nicht viel nach vorne. Und in dieser Szene dürfen wir uns schon mal fragen, Handspiel, ja oder nein? Antwort ja, elfmeterwürdig. Oh, zumindest mal überprüfungswürdig vom Videoassistenten. Das tat er aber nicht, Dr. Martin Thomsen. Den Schiedsrichter Bastian Dankert unterstützte. Also da hatte St. Pauli schon Glück in dieser Szene. Die besseren Chancen in Durchgang 1 hatte ganz klar der erste FC Heidenheim, der am Spieltag zuvor den SV Werder Bremen mit 2:1 zu Hause besiegte. Diesmal Kühlwetter, ohnehin gut drauf, traf in den letzten beiden Spielen, stand hier nicht im Abseits. Richtig gute Bewegung und der Abschluss ist dann auch hart, aber vielleicht etwas zu unplatziert. Gut reagiert von Vassil. Die erste gute Chance des FC St. Pauli hatte Guido Burgstaller, der noch auf sein erstes Heimspieltor im Jahr 2022 wartet. Auch hier war der Winkel einigermaßen spitz. Kevin Müller pariert. Es war kompliziert für den Tabellenzweiten vor dem Spieltag. Die Mannschaft von Frank Schmidt machte die Räume eng und hatte die Raute im Mittelfeld von Timo Schulz extrem gut unter Kontrolle. Er stellte dann für Durchgang 2 nicht personell, aber strategisch leicht um. Etwas höhere Außenverteidiger, Hartl und Chiré mehr über die Halbräume. Und dann die Chance für Makinok nach dem Seitenwechsel. Simon Makinok in Durchgang 1 war von dem gar nichts zu sehen. Und hier hätte er beinahe das Führungstor erzielt. Klasse, wie er sich um seinen Gegenspieler dreht. Auch der Abschluss ist gut. Und die Parade von Müller noch besser. Das wäre das 7. Saisontor für Makinok gewesen. Und die Führung für St. Pauli, das ja das Hinspiel mit 4:2 auswärts gewinnen konnte. Seit 4 Duellen sind die Kiezkicker mit den Heidenheimern ungeschlagen. Wieder Hartl, stark verbessert in Durchgang 2, viel auffälliger in der Offensive. Platz für Paccarada, der bringt einen Schwinger ins Zentrum und niemand ist bei Daniel Kofi Chiré. Führungstor 67. Minute. Eine super Flanke von Paccarada und da war einmal die Unordnung in der Mitte bei den Heidenheimern. Zwei Spieler orientieren sich zu Makinok und das macht die Tür auf für Daniel Kofi Chiré, der dann ganz ruhig bleibt und den mit der Innenseite überlegt gegen die Laufrichtung von Müller einschiebt. 10. Saisontor für Chiré. Burgstaller. St. Pauli wie verwandelt in Durchgang 2. Der Ball lief viel, viel flüssiger. Es war mehr Tempo im Angriff drin. Und dann haben sie auch mal beide Stürmer ins Spiel gebracht. Wie hier Makinok mit der Vorarbeit für Burgstaller. Jetzt war es für Frank Schmidt kompliziert, der zweimal wechselte, sein System umstellte, von Dreier auf Viererkette ging, also etwas offensiver wurde. Mohr und Latte. Kleindienst eingewechselt. 83. Minute bereits. Zum 6. Mal in dieser Saison trifft Tim Kleindienst nur das Aluminium. Matanovic ebenfalls von der Bank gekommen. Matanovic brauchte etwas zu lange. Müller und Chiré und nochmal Müller. 88. Das war die letzte Chance im Spiel. Matanovic macht es etwas zu kompliziert. Und Müller, er verhinderte, dass St. Pauli hier noch höher gewann. Aufgrund der zweiten Hälfte war das Ergebnis verdient für den FC St. Pauli, der aber bei dieser Handspielentscheidung